Heiliger Bimbambino, da geht's auch schon weiter. Let's play Alien Isolation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass euch das so gefällt und ihr immer mitfiebert. Und ja, ich ziehe jetzt mal weiter und genieße hier nochmal diese schöne... Ach, ich hab's anbekommen. Ja, ich bin 15.000 Mal dran vorbeigelaufen ungefähr, aber ich hab's anbekommen. Die Transitstation geht. Unsere Freunde sind schon unterwegs, haben sich schon aus dem Staub gemacht und wir haben hier ein paar Probleme. Denn, hallo. Hallo, Aufzug. Fuck, war klar wie Kloßbrühe. Ja. Und jetzt müssen wir hier raus. Und wie? Da hinten müssen wir hin. Die sind doch lustig. Kehren Sie zur Transitstation zurück. Die Frage ist jedoch, wie zur Hölle soll das gehen, wenn wir hier nicht rauskommen? Ja, das fragt man sich dann schon an dieser Stelle. Es fragen sich sehr viele Leute, gerade mit mir, die alle diese Folgen schauen. Und die denken alle, wie soll das gehen, Saraza? Und Saraza fragt sich auch, wie soll das gehen, wenn der Aufzug nicht mehr geht? Dann geht's wohl hier lang. Aha. Sehr schön. Na hallo. Hey, alles gut, Alter? Och. Hatte auch schon mal eine schönere Zeit. Ich weiß noch. Vor 15 Jahren oder so. Da ging's ihm noch gut. Hat er gesagt. Okay, das ist ein Safe Point. Mega geil, Omat. Lötlampe. Okay. Yeah, neues Gadget. Die Musik brauchen wir nicht. Was haben wir da noch? Ein Sensor? Ach, wir müssen mal wieder was craften am besten. Aber wie geil so eine Rohrbombe ist, ey. Das gibt's doch nicht. Dass ich einfach keine Sprengkapseln finde. Saraza, da waren schon 15, haben da gelegen und du bist dran vorbeigelaufen. Okay, ich nehme das zurück. Hier würde ich auch gerne eigentlich... Moment, E, ja, und einmal R. Genau, alles mitnehmen, was geht. Cooler Beat, ne? Oh, ja, ne, lassen wir das mal lieber sein. Ich mache mal lieber hier was Neues. So. Okay, gehen wir weiter, oder? Hi. Bringt uns jetzt aber auch nicht viel weiter. Also erstmal speichern. Boah, das hätte ich beinahe vergessen vor lauter Schlangenbeschwörer-Getänze hier. Um 5 Uhr morgens. Zack. Viele fragen mich, Saraza, wie kannst du es bloß nachts spielen? Und ich sage euch hier nochmal... Ey, das ist die richtige Atmo dafür. Da kackt man sich halt auch richtig in die Hose. Ihr merkt es ja selber, wie ich hier teilweise aufschreie in diesem Spiel. So, und jetzt müssen wir natürlich mit diesem Blödding hier. Da war ja vorne. Ja, nee, aber Moment. Den anderen Weg finden und da wäre hier lang. Lötlampe benutzen. Mach mal an, den Stinker. Und Tasten bewegen, um die Platte zu schneiden. Ach, wie geil ist das denn bitte? Yeah! Das Ding gefällt mir. Den Ventilator braucht ja eh keiner mehr. Das bedeutet allerdings auch, wenn wir das jetzt hier aufscharren, dass auch unser Freund, der gute Xeni, was ja für Xenomorph steht, so wie ich ihn nenne, oder Kackbratzen Fredor, Kackbratze Theodor. Nichts gegen die Theodors jetzt gegebenenfalls, die hier in der Community mitschauen. Da habe ich natürlich absolut nichts gegen den Namen. Yo! Ich glaube, ich habe was gehört. Ich glaube, es war hinter uns. Und ich glaube, es sollte mir besser egal sein. Boah, jedes Geräusch lädt nur so zum Erschrecken ein. Wie oft ich in meinem Mikro schon geheult habe. Ich muss es immer putzen, weil da so viel Tränenflüssigkeit schon drin ist. Mit Angstschweiß. Das ist richtig vollgesaugt. Mit Angstschweiß. Oh yeah, und unten sind wir. Da 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 dam, da 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 dam, da da di da di. Oh, ich mach die Taschenlampe wieder aus, lieber. Oh, Audiolog, hey. Ganz nach meinem Gusto. Was können wir denn hier in der Neuverkabelung machen? Schauen wir uns das jetzt mal an, das Wichtige. Luftreinigung ist aktiv und mehr gibt es hier auch gar nicht zu machen. Deswegen kann uns die eigentlich mal im Hintern nachlecken. Boah, dass ich sowas sagen, ne? Voll unverschämt, voll krass dreist, wie der Saraza abgeht. Schon die Ausweiskarten sind halt voll scheißegal, aber egal. Ich will abspielen, nicht den Sensor einsaugen. Abspielen. Sinclair hier.
Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Nö, nö, nö. Show no mercy. Mercy, mercy, mercy. Okay, da unten müssen wir an der Transitstation sein. Und wisst ihr was? Ich habe so eine fette Vermutung, dass wir da als erstes direkt zu dem Speicherpunkt rennen sollten. Das mache ich jetzt. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Stimmen gehört? Ist ja schön. Speichere aber erstmal. Habt ihr was dagegen? Ich glaube nicht. Ja, gespeichert. Safe game, safe game. Wie man sich hier über einen Speicherpunkt freut. Okay. Let's go, let's flow, Freunde. Ich glaube, jetzt wird's richtig übel. Ich sollte hier weggehen, bis der Transit da ist. Zumindest in irgendeine Ecke. Und wie war das? Der Bewegungsmelder... Ich will den nachladen, nicht entladen. Der mit ihrem Revolver. Passiert doch 100 pro was, oder? Passiert nichts? Der ist da. Ich kann mir kaum vorstellen, dass hier nichts passiert. Bewegungsmelder zeigt nichts an. Aber die haben doch Stimmen gehört. Ist natürlich auch immer anders. Das ist extrem geil. Also die wenigsten Szenen sind gescriptet. Wann das Alien kommt, ist bei jedem unterschiedlich. Also manchmal ist es natürlich hier und da gescriptet, klar. Aber wie gesagt, die wenigsten Szenen. Okay, zum Maschinenraum ist nichts passiert. Das ist ja fast schon mal ein Grund zur Freude. Sollen wir eine Party machen? Vielleicht. Ja, das könnte ganz cool werden. So eine coole Party. Auf jeden Fall. So eine coole Party jetzt. Yeah! Gehen Sie zur Solomons Galerie. Ihr seid witzig. Wir haben ja eh alles schon erbeutet, den guten Transit. Transit. Ah, da geht's auch. Okay. Hab ich nichts dagegen, ist okay? Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Ist okay? Ist okay? Spiel speichern. Jo. Mach mal hin, bitte. So sollen wir jetzt hier weiterfahren, ne? Wahrscheinlich. Habe ich mir fast gedacht. Okay, nochmal den Transit, bitte. Hallo. Ich habe irgendwie so ein mega übles Gefühl hierbei. Ich verstecke mich lieber hier hinter. Und nochmal schön den Bewegungsmelder im Auge behalten. Wenn was näher kommt, dann kommt es meistens ganz dicke. Aber es scheint nicht viel zu passieren. Ich verhalte mich natürlich auch ruhig, aber das Ding ist mega laut, der Transit. Aber es scheint gut zu gehen. Keine Spur von den Stimmen, die da gehört wurden. Komm, jetzt lass mich rein. Lass mich rein jetzt. Oh Gott, ich bin trotzdem voll angespannt. Kann's kaum glauben, dass jetzt hier nichts kommt. Das haben die schon krass gemacht. Immer, man ist an ständig unter Strom, dem Spiel. Man hat vielleicht so ein paar kleine Atempausen, aber... Auch wenn nichts passiert, ist es richtig drückend. Bedrückend. Bedrückend. Aua, meine Schultern. Ja, wenn es so bedrückend ist, wisst ihr? Ach komm. Ja, vergiss es. Ja, vergiss es. Das ist doch, ja. Das ist nicht eigentlich so. Kehren Sie zu Samuels Taylor und den Marshalls zurück. Ow, let's glorified. Ist sie mal. Begegnen Sie sich zum Marshall-Büro. Ah, da. Ich meine, ich für Solomons Galerie, Colonial Marshall-Büro und Sixen Wohnbereiche. So, ich weiß auch zufälligerweise ist hier noch ein Savepoint. Den nutzen wir direkt, falls wir sterben. Immer fleißig speichern ist die Speicherfolge sozusagen. Ach ja,
Ich wohne ja auch im renovierten Dachboden. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Ich guck grad mal nicht, dass ich falsch renne. Okay? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Oben auf der Treppe rechts? Das ist nicht zu verfehlen. Ja, dank der Karte. Oben auf der Treppe rechts auch relativ. Hier gibt's so viele Treppen. Bin ich hier richtig? Hä? Nicht zu verfehlen, hat er doch gerade gesagt. Für den Sarazza ist alles zu verfehlen. Ich dachte, ich müsste hier hochrennen, aber so, dem ist scheinbar nicht so. Wo ist denn das jetzt? Da vorne? Da muss ich doch da durch irgendwie. Oder? Soweit ich weiß, war da kein Durchgang. Ah. Hier. Ich dachte, das wäre verschlossen, weil das so besprüht war. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Waren einen Sie Plan? Das? Haben Sie wirklich? Den Transit zum Laufen Seine gebracht? Seine verdammten Pläne Gute haben uns Arbeit. Bisher nicht besonders geholfen. Überlebende. Vielleicht Schön. Sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Ja, mach doch die Tür wieder zu. Ich glaube, das wäre eine angesagte Nummer. Ja, lass aufstehen, Alter. Wenn das Alien kommt, easy. Soll's uns doch überraschen. Es sind einige Überlebende. In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht, Schätze. Wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Mhm. Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit Marlow. Na gut. Hey Marshall, alles okay? Wie geht's so? Alles fresh? In the hood? Naja, nicht unbedingt, ne? Sevastopol Marshall. Wollte ich jetzt nicht sein um diese Uhrzeit. Überhaupt. Um diese Zeit in Sevastopol. Denn dieses Schiff ist verflucht. Svetyolarsk-Style. DayZ-Style. Okay, ist echt alles verschlossen, ne? Oh, was hat er denn verbrochen? Hey, du Blödmann. Du alte Kappratze. Wenn das Alien kommt, sitzt du in der Scheiße. Marlo? Aber wir reden mal mit ihm. Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Ich auch. Und ihr wahrscheinlich auch. Ich will alles wissen. Ich hab Zeit. Erzähl mir deine Geschichte. Du alte Alunke. Diese unglaublich tollen Ladescreen. Können Sie mich hören, Luis? Das rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie mal auch. Machen wir langsam. Wow. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich hab leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Cool, wir spielen das nach sogar. Wir kriegen die Geschichte nicht erzählt. Wir spielen diese Geschichte nochmal jetzt in der Haut von Marlow. Alter, ist das laut. Muss ich ein bisschen schreien zwischendurch, weil ihr versteht, ne? Hier, wenn man so, ja. Hammer, geil. Alter, wie cool sieht das denn aus? Dich kenne ich doch. Fast aus wie Dr. Coolman. Ah, also. Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. Folgen Sie dem Signal, die Richtungsnadel zeigt auf Ihr Ziel. Okay, das muss man jetzt auch erstmal irgendwie rein. Alter, aber ich muss erstmal gerade... Wie geil sieht das bitte aus hier in diesem Raumanzügen? Unterwegs als Marlow? Was macht er hier? Was ist mit ihm los? Die KI ist teilweise echt manchmal ein bisschen beschissen. Schade,
dass die Gegner auch so hölzern sind oder auch die Mitspieler. Okay, da müssen wir jetzt in die Richtung gehen. Alter Schwede, das ist aber sehr krass. Ich hoffe, jetzt kommt nicht das Alien. Während wir die Geschichte von Marlow spielen. Alter Schwede. Oh, da renne ich gegen Stein. Ich folge einfach mal den anderen. Vielleicht wissen wir ja, wo es lang geht. Muss ich nicht die ganze Zeit. Hier drüben wird das Signal stärker. Das ist das große Ding. Das Ende der mickrigen Leute. Ich weiß nicht mehr als Sie. Außerdem dachte ich, Ihnen macht diese Arbeit Spaß. Was? Denken Sie nie an die Zukunft? Ich kümmere mich um das, was direkt vor mir liegt. Sieht echt Hammer aus. Richtig cool. Wow. Huiuiuiui. Was passiert jetzt? Kommt jetzt hier irgendwer vorbei? Ich meine, Marlow hat überlebt, das wissen wir, aber die anderen wahrscheinlich alle nicht, oder? Tipp ich doch mal. Ich warte mal auf die Kandidaten, bevor es weitergeht. Hallöle. Schön, dass ihr alle dabei seid. Hier bei diesem Spaziergang. Im Weltraumanzug, liebe Freunde. Ist das Vulkanstaub? Lavastaub? Ist das Asche? Oder was ist das, was hier rumfliegt? Oder ist es einfach ein starker Wind mit dem Dreck des Planeten? Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis herum. Da komme ich nicht hoch. Haste, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Haste kennen wir ja auch. Ja, schon ein bisschen. Und let's go. Danke, Alter. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Dann warten Sie eben länger. Oho, das wird aber Balanceakt. Oh, fuck. Verdammt! Oh. Nicht gut. Hallo, alles in Ordnung? Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Oh Mann, Scheiße. Okay, weiter geht's. Komm, wir müssen das schaffen irgendwie. Was werden wir hier zu Gesicht bekommen? Marlow, wir können Sie sehen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten. Ich jag das Ding in die Luft. Okay. Dann wollen wir mal an die Arbeit gehen und die Bombe platzieren. Zurücktreten. Zurücktreten. Rechte Maustaste halten. Und Apollo 13. Bam. Okay. Üble Nummer. Na, schön, dass ihr wieder da seid. Machen Sie das hier nicht nochmal. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Ich weiß überhaupt nicht, was die haben, ganz ehrlich. Wir haben den gerade hier voll den Arsch gerettet und die machen sie das ja nicht nochmal. Können auch froh sein. Dass wir so nett sind und das durchziehen, oder? Sei doch mal lieber glücklich und freundlich und happy und... Hey! Naja. Okay, jetzt soll ich wieder den Weg finden, oder was? Ah, es geht genau da lang. Haben die mir gesagt. Hey, hier drüben. Helfen Sie mir hoch.
Was für eine miese Mission das eigentlich ist, ey, ganz ehrlich. Aber irgendwie ist es richtig cool. Hier kommen die NPCs auch halbwegs gut rüber, aber zum Beispiel dieser Marshall und so, die sind doch alle sehr hölzern. Schade, es gibt so einen kleinen Bonusabzug in der Atmosphäre, weil sonst das ein richtig solides Spiel. Stellenweise ein bisschen sehr crazy, aber ich finde es bisher noch echt cool. Aber ich habe gehört, viele haben schon aufgegeben wegen dem Alien. Man muss halt echt mega vorsichtig sein. Aber ich werde noch sehen, vielleicht gebe ich auch irgendwann auf, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Bisher ging es ja noch, aber... Alter. Prometheus lässt grüßen.